Sagen ja. Ja. Letzte Woche, Bas, du warst da. War sonst noch jemand letzte Woche hier? Gero noch. Buki war letztes Jahr da. Letztes Mal da, vor 3 Wochen. Gut, ich wiederhole nochmals kurz den Einstieg, warum es aktuell doch spannend sein könnte, wieder ans Investieren zu denken. Und dafür teile ich meinen Screen. Und zwar den Screen mit hier, diesen. Okay, so, jetzt würde ich sagen, sollte man den Screen sehen. Ist der Aktiencrash schon vorbei und wieder einsteigen? Ich habe für morgen einen Blogbeitrag gemacht. Das war letzte Woche verfügbar für die Premium-Mitglieder und der ist ab morgen auch für die Gratis-Abonnenten verfügbar. Ist der Aktiencrash schon vorbei? Ich habe dann damals Credit Suisse gekauft und zwar aufgrund des letzten Aktien-Roundtables. Ich komme gleich darauf zurück, warum. Kurz einen Überblick. Ich finde, diese Grafik ist sehr illustrativ. Wenn man einen Crash erlebt, ist es ja immer ein ganz spezielles Ereignis und oft denkt man, es wird nie wieder gut. Ich habe deshalb die typischen Crashes also die letzten 5 typischen Crashes aufgezeigt, respektive 4, und da auch gezeigt, wo wir heute sind. Man sieht den Crash von 1929 hier grau eingezeichnet. Das ist der Standard & Poor's. Der 87er Crash, das war der erste, der mir noch in Erinnerung war. Da war ich etwa 20 Jahre alt. Der ging hier runter. Das ist der blaue, ganz ein kurzer Crash. Und die Crashes, die wir sicher alle kennen, 2001 und 2008. Also der 2001 Crash, das ist der orange. Und der ist dann 2008, eben 8 Jahre später, ist er dann in den zweiten Crash reingegangen. Also wir hatten tatsächlich eine sogenannte W, also eine W-Entwicklung. Allerdings hat man das viel früher erwartet. Man hat das schon erwartet in den ersten Jahren, dass man ein zweites Mal einbricht. Das ist nicht passiert, sondern 2001, nach etwa 3 Jahren, ging es dann wieder schön rauf. Der Crash von 2008 habe ich dann nochmals gelb eingezeichnet und man sieht, der 2008er Crash ist eigentlich ziemlich ähnlich wie der 2001er Crash. Und jetzt kann man anschauen, ja, wo hätte man da wohl am besten einsteigen müssen? Man sieht, oder etwa hier ist ein Jahr vergangen und bei den Crashes 2001 und 2008 war man da noch nirgends. 1929 war man bereits tiefer, aber da ging es auch noch deutlich weiter runter. 1987 hingegen, oder ein Jahr später, hat man schon wieder die Hälfte des Crashes kompensiert. Also da musste man nach 2 Monaten einsteigen. Dieser Crash ist jetzt speziell, dass er besonders schnell war. Und wir waren also noch vor ein paar Tagen auf -30%. Inzwischen hat sich das wiederholt. Aber ich habe den heutigen Eindruck eigentlich, dass wir uns nicht wirklich auf diese Ruhe verlassen können. Zurzeit ist die ganze Welt im Lockdown und aus diesem Grund haben wir keine erschreckenden Nachrichten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir die Situation überschätzen. Also wenn ich mit Freunden spreche, höre ich es oft, ja, macht die Wirtschaft wieder auf. Das ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Nur das Problem ist, wenn man sie wieder aufmacht, kommen wieder die schlechten Schlagzeilen. Und wenn man das realisiert, dass der Virus eben nicht weg ist, sondern dass der wieder kommt und dass wir deshalb uns nachhaltig verändern müssen, glaube ich, dass es durchaus noch eine weitere Korrektur geben kann. Wir sind also, wenn man jetzt die Crashes 2001 und 2008 zeigt, sind wir so etwa, also bei der Orange oder der 2001 Crash, sind wir bereits etwa bei 2/3 des damaligen sehr starken Crashes. Also obwohl wir erst einen Monat haben, es ging damals 2001 fast 3 Jahre, bis man so tief war wie heute, sind wir schon ziemlich weit unten. Also an der Größe vom 2001er Crash kann man sagen, natürlich kann man jetzt noch warten, bis man hier unten ist, aber da muss man dann wirklich einen Monat erwischen, oder? Der gerade wirklich der tiefste war und das ist sehr unwahrscheinlich. Also eher ist man vielleicht irgendwo hier und da ist das Downside-Potenzial, also wie viel man da noch fallen kann, ist doch nur noch beschränkt. Und wenn man den Crash nimmt von 2008, der uns noch in Erinnerung bleibt,
dann kann man fast nicht mehr viel weiter runterfallen, außer man erwischt wirklich einen ganz schlecht guten Monat zum Investieren, was ja sehr unwahrscheinlich ist. Also man muss davon ausgehen, dass man hier im Schnitt sein wird über die Monate hinweg und nicht gerade im günstigsten Moment einsteigt. Also auch gegenüber dem 2008er Crash gibt es nicht mehr so viel Raum nach unten. Das war der Grund letztes Mal, warum ich mich dann für Credit Suisse entschieden habe oder für eine Investition entschieden habe. Insbesondere auch deshalb, weil wenn man nach dem Crash investiert, also jeden Monat den gleichen Betrag investiert über die Zeit hinweg, dann sind die Crashes viel weniger schlimm. Also man sieht hier den 2087er Crash, wenn man nach dem Crash ab dem ersten Monat investiert hätte, war man also nur noch gerade etwa 2 oder 3 Monate später, würde ich schätzen, war das etwa, war man nochmals tiefer, aber nicht mehr viel tiefer, man war etwa auf 90 von 100. Mit all diesen Investitionen, die nach dem Crash stattfanden. Und dann war man bereits positiv, man war bereits über 100. Also man hat mehr Geld in den Aktien, die man auf dem Weg runter gekauft hat, als Geld, das man wirklich in den Markt investiert hat. Und auch die anderen schlimmen Crashes von 2001 und 2008, da war man lange eigentlich auf der gleichen Höhe. Man hat wirklich gar nicht wirklich, außer man hat einzelne Monate angeschaut, hat man nicht wirklich weniger gehabt als das, was man investiert hat und hatte dann die Möglichkeit, dann später doch nach schon 5 Jahren wieder Geld zu verdienen. Weil wir heute schon so tief sind und bereits mehr als die Hälfte der Crashes von 2001 und 2008 erlebt haben, dürfte die Kurve noch besser aussehen als die Kurven 2001 und 2008. Das war so der Ausgangspunkt vom letzten Roundtable. Und jetzt kommt der wichtige Einwand, oder? Die Vergangenheit sagt uns extrem wenig über die Zukunft. Und das ist wirklich so, insbesondere bei diesen Crashes, die hatten alle ganz andere Gründe als der heutige Crash. Das ist einzigartig. Und deshalb habe ich mich jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch heute ein bisschen auf die Zukunft fokussiert. Oder was wird so gesagt? Und dort möchte ich dann auch die Diskussion eröffnen, aber vielleicht jetzt noch kurz hier. Gibt es zu diesen beiden Slides Fragen? Dann würde ich sagen, mache ich mal weiter. Ich habe ein bisschen herumgeschaut, was es so an Research gibt und wie das so ist, es wird viel herumgeschickt. McKinsey hat hier etwas Spannendes geschickt, das meiste ist allerdings darauf ausgerichtet, Beratungsdienstleistungen zu verkaufen. Ich habe eine Grafik weiter unten gefunden, hier wird beschrieben, was da alles passiert ist und diese Grafiken kennen wir ja, wie alles immer schlimmer wird. Aber weiter unten gab es tatsächlich eine Grafik, die war spannend. Und das war, wie stark haben die einzelnen Sektoren gelitten? Sieht man das gut? Oder ist das ein bisschen zu klein? Jetzt ist es zu groß. Okay. Ich schaue mal, ob ich das breiter machen kann. So. Ja. Also das geht ein bisschen zu schnell hier. Ich bin in einem anderen Browser. Normalerweise arbeite ich mit Chrome und das ist jetzt Firefox. So. Noch ein bisschen kleiner, dass man das wirklich gut sieht. Schaue ich, dass ich da rüberkomme. Okay, also Welche Sektoren haben hier wie stark gelitten? Und es ist offensichtlich, der schlimmsten hat es natürlich die Aerospace getroffen und auf das komme ich dann auch gerade noch zu sprechen. Reise und alles, was mit Reisen zu tun haben, natürlich. Die Banken sind sehr stark abgestraft worden. Und das war so ein bisschen der Grund, warum ich damals mich für UBS und CS entschieden habe, die ich bereits gekauft habe. Da haben aber auch persönliche Dinge eine Rolle gespielt. Ich habe noch aufgezeigt, was ich sonst angeschaut habe. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir in den Bereich von Dingen, gerade wenn ich jetzt sage, chemische Unternehmen, Basic Materials, Real Estate vielleicht, das sind Dinge, die auch sehr stark abgestraft wurden und da verstehe ich es etwas weniger. Oder Electric Power, ich weiß nicht, warum die abgestraft sind, vielleicht wegen dem Gas, ist ein bisschen weniger klar. Warum ist Defense abgestraft? Ich habe den Eindruck, es könnte neue Gründe geben, in Defense zu investieren heute.
warum Food and Beverage so stark abgestraft worden ist, ist überhaupt nicht ersichtlich, oder? Am wenigsten natürlich wurde Pharma abgestraft, aber auch hier, also wenn ich hier auf die Skala gehe, muss ich mal schauen, das ist auch etwa minus 8 oder minus 9% Größenordnung. Also wir haben hier massive Korrekturen und dabei sind es gerade die Pharmaunternehmen, die hier profitieren sollten. Etwas weniger trocken war die Präsentation von Publicis. Die habe ich über einen Kanal gekriegt, direkt. Das wird so ein bisschen den Großunternehmen verschickt, was man vom Virus so erwarten darf. Und weil es Publicis ist, eine Werbeagentur, machen sie das Ganze auch ziemlich unterhaltend. Ich fand hier in dieser Präsentation besonders spannend, was sie über die Zukunft dann sagen. Das ist, glaube ich, auf Seite 26. Ja, genau. Schaue ich, ob ich das richtig habe. Das ist, wie sie reagieren. Wie reagieren sie, was sie gemacht haben. Genau, das wollte ich eigentlich zeigen. 29, nicht 26. Also was passiert jetzt nach der Krise? Und das sind Dinge, die ich mir auch viel überlegt habe. Und das, finde ich, sind eigentlich wichtige Gründe für die Entscheidung, ob man bereits jetzt wieder einsteigen soll. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine massive Veränderung unserer Preferences, also unserer Werthaltungen. Das finde ich den wichtigsten Punkt hier. Ich persönlich glaube, also ich habe das mit meinen Mitarbeitern besprochen und da wurde gesagt, nein, also wenn die Krise vorbei ist, dann wird alles sein wie vorher. Ich glaube nicht, weil die Krise wird nicht von einem Tag auf den anderen vorbei sein, sondern was passiert ist, ist eine Öffnung wird kommen und in dieser Öffnung wird es immer noch Kranke geben. Das heißt, man hat Grund, unsicher zu sein. Gleichzeitig hat man gelernt, mit Videokonferenzen umzugehen zum Beispiel. Man hat gelernt, zu Hause zu kochen. Man hat es auch wieder wertschätzen gelernt. Und man hat sehr viel gelernt über die Gefahren der Ansteckung oder was da eigentlich draußen alles passieren kann. Und ich glaube, die Leute werden deshalb langsamer in die Restaurants und in die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgehen. Und sie werden auch viel vorsichtiger sein zu reisen. Da bin ich ziemlich überzeugt. Und zwar deshalb, nicht weil man Angst hat, dass man stirbt vom Coronavirus, sondern weil man Angst hat wegen den Unannehmlichkeiten, dass man also plötzlich in einer Quarantäne landet. Einwände, man darf gerne das Mikrofon aufschalten, wenn man dazu etwas sagen möchte. Andere Meinung ist, eine Diskussion ist immer spannender, als wenn ich selber spreche. Also was hat Publicis sonst noch gesagt? Natürlich, die Gesundheit wird im Zentrum sein, aber das sind auch Dinge, die kein Geld machen. Also es kann durchaus sein, dass wir uns eine gesündere Lebenshaltung angewöhnen. Und das war jetzt enorm spannend. Und das ist jetzt enorm spannend. Also Publicis hat untersucht, dass in Asien tatsächlich Prioritätenänderungen stattgefunden haben. Also in Asien, China, Hongkong haben sehr viele Leute plötzlich gesagt, sie werden mehr zu Hause essen. Sie werden mehr sich auf frische Luft oder air fresh focused, mehr auf frische Nahrungsmittel konzentrieren. Okay, ich würde es gerne offen lassen. Ja. Eating healthy, oder? Also das sind jetzt Dinge, die kann ich mir gut nachvorstellen, oder? Dass die Leute mehr zu Hause sind, dass sie gesünder essen, dass sie nachhaltigere Kleider kaufen, glaube ich auch. Und ich glaube, das gibt wirklich eine Veränderung. Und da kann man auch darauf aufbauen. Interessanterweise, wenn man die Leute heute fragt, ja, werdet ihr etwas ändern? Dann ist es so, dass in den USA, wurde das jetzt untersucht, die meisten wollen sofort wieder rausgehen und essen. Und das glaube ich, das ist tatsächlich der Fall.
solange man im Lockdown ist und sich nicht vorstellen kann, dass es nachher anders sein wird als vorher. Also ich finde das sehr lustig hier, wie die Asiaten, die das schon erleben, wie das ist nachher, anders, ganz anders sich verhalten als die Amerikaner, die so mittendrin im ersten Shellshock sind, oder? Von diesem Erlebnis. Also die Amerikaner, die wollen immer noch all die Dinge machen, oder? Insbesondere die ersten zwei, die eben gefährlich sind. Gab es da noch etwas Interessantes, auch vielleicht einfach zum Durchlesen, oder? Was sieht Publicis so für Änderungen? Ich gebe auch ein bisschen Zeit, das zu lesen. Fragen sind willkommen. Und jetzt habe ich mir noch überlegt, was wird sich auch noch ändern? Und ich glaube, es gibt politische Änderungen. Ich bin der Meinung, es ist ein ziemlicher Schock gewesen für viele Volkswirtschaften auf der ganzen Welt, dass sie realisiert haben, dass es durchaus sein kann, dass kritische Produkte nicht mehr verfügbar sind. Also man hat das am besten natürlich an den Ventilatoren und an den Masken. Oder wir in der Schweiz haben immer noch keine Masken, weil die werden in Deutschland zurückgehalten offenbar von der deutschen Regierung. Und die Ventilatoren erst recht, die können gar nicht so schnell produziert werden. Plötzlich muss man verhandeln, hoffen, dass man aus dem Ausland solche Dinge kriegt. Und das wird meines Erachtens ein Wake-up-Call sein für viele entwickelten Volkswirtschaften, dass sie sagen, wir können nicht mehr riskieren, dass wir in Krisen angewiesen sind auf eine Lieferkette, die so weit weggeht oder die so weit zurückgeht, in Länder, mit denen die wir nicht unter Kontrolle haben. Also ganz klar, China oder ist ein Fall, wo man sagen muss, da hat man null Kontrolle. Und ich glaube, es gibt ein Shift zurück, also ein Wechsel zurück aus einer sehr, sehr globalisierten Welt der Wirtschaft zu einer lokaleren Welt. Unterstützt auch durch den Klimawandel, wo mittlerweile sehr starke politische Kräfte für weniger natürlich CO2-Ausstoß und auch deshalb weniger Reisen einstehen. Und ich glaube, es sind nicht nur die medizinischen Geräte, die wir sicher in Europa herstellen wollen. Es wird auch eine engere Kooperation geben in Europa selber. Man sieht das schon. Es ist zwar jetzt, der Eurobonds ist nicht gekommen, aber ich glaube, eine engere Integration zwischen den Ländern, sodass man sich darauf verlassen kann, dass einem auch geholfen wird in Krisen. Oder Italien wurde ja massiv im Stich gelassen. Ich glaube, jetzt mit England aus der EU hat man die Möglichkeit, die EU wesentlich stärker zu integrieren. Also gerade Deutschland und auch Frankreich, die ja immer der Vorreiter der Integration waren, werden schauen, dass man, dass die politischen Prozesse so sind, dass man gerade Hilfsgüter verteilen kann, ohne die Zustimmung der einzelnen Nationalitäten und deshalb sicherstellen kann, dass eben kritische Produkte auch in Europa hergestellt werden. Ich glaube, das könnte kommen. Und jetzt haben wir Italien und Spanien, die sind am empfangenden Ende. Das sind die zwei weiteren großen Volkswirtschaften in Europa. Ich glaube, die werden jetzt mitmachen. Also das ist mein Gefühl. Mehr Integration in Europa wird auch mehr Disziplin auf fiskalischer Ebene bedeuten, aber insbesondere kurzfristig natürlich auch mehr Hilfe. Es ist ja schon jetzt so, dass die Nationalbank, die Europäische Nationalbank, enorm viel Geld in den Markt pumpt, indem sie Schulden aufkauft und Assets aufkauft. Also das sind so Dinge, wo ich denke, die werden passieren und man wird nicht nur die Medizingüter auch in Europa herstellen können wollen, man wird auch Dinge, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel Screens, oder? Sie schauen jetzt in ein Screen, Sie sprechen mit einem Mikrofon. Die Dinge werden alle in Südkorea oder in China produziert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sich jetzt bewusst wird, dass diese Dinge auch in Europa redundant hergestellt werden müssen. Es genügt eigentlich, Krisensicherheit zu haben, aber diese Vorsorge, glaube ich, wird kommen. Und das ist meines Erachtens, wird das ein ziemlicher Wirtschaftsboom in Europa auslösen. Also ich glaube, die wachstumsschwachen Jahre, die wir hatten in der Vergangenheit, oder, werden
werden sich in der Zukunft durchaus sehr positiv entwickeln können. Es gibt Investitionen in Medizin, aber auch in Technologie in Europa, die wir aus Sicherheitsgründen wollen. Das ist meine Ausgangslage, oder so wie ich die Welt sehe. So habe ich jetzt auch geschaut, was ich für Aktien anschauen möchte. Gibt es etwas zum Diskutieren? Niemand, der etwas einfügen möchte. Ich glaube, es wird dann vielleicht spannender, wenn wir zu den Aktien selber kommen. Also, wenn ich der Meinung bin, dass Aktien, das europäische Industrieunternehmen, das mehr von den Maschinen und vor allem von den Produktionsprozessen wieder zurück nach Europa kommen werden, ist ja auch der ganze Robotics-Boom, oder? Ist auch so ein Punkt. Wir sprechen alle von den Robotern, wir vergessen völlig, dass mehr Roboter bedeutet, Lohnkosten sind weniger wichtig. Das heißt, wir können die Dinge wieder in Europa herstellen, die wir wegen tiefen Lohnkosten lange im Ausland hergestellt haben. Also das könnte durchaus ein Schiff nach Europa gehen. Und deshalb habe ich mich jetzt auch auf europäische Aktien fokussiert. Was ich gemacht habe, ich habe im Filter selektioniert nach Südeuropa, Westeuropa, nach großen Unternehmen und nach industriellen Unternehmen und habe dann eine Liste gekriegt von Aktien, die spannend sind. Hopsla, da könnte man schauen, wie ich da muss schauen, dass ich da am richtigen Ort scrolle. Okay, so. Also die ich dann, von denen ich dann Firmen ausgewählt habe, die einen guten Sicherheitsrang haben. Guter Sicherheitsrang heißt nicht, dass die Firma sicher ist als solches, also, sondern sie heißt nur, dass sie in der Finanzierung sehr konservativ ist, also nicht viel Schulden hat. Und ich habe mir dann eine Kurzliste gemacht und da möchte ich die Diskussion definitiv eröffnen, wenn ich das jetzt sortiere nach kombiniertem Rang. Ein paar Unternehmen, Aerospace und Defense, also das ist wirklich eine Traumfirma meines Erachtens, extrem guter Value, gutes Wachstum, hohe Sicherheit und jetzt in Europa, glaube ich, wird tatsächlich mehr Defense selber gemacht. Es gibt weitere Unternehmen, die ich kenne diese Unternehmen nicht. Ich habe jetzt alles Unternehmen auch aufgeführt, die ich noch nicht selber im Portfolio habe. Aber das sind jetzt Firmen, die ich echt spannend finde. Und wenn jemand jetzt da etwas, einer dieser Firmen kennt, dann würde ich sagen, sollten wir die Diskussion eröffnen, Mikrofon unmuten und einfach sagen, was man von diesen Firmen hält. Ich muss dazu noch sagen, wir müssen davon ausgehen, dass diese Unternehmen alle vernünftig bewertet sind, weil da gibt es viele professionelle Anleger, die diese Aktien jeden Tag kaufen und verkaufen. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass eine dieser Unternehmen aufgrund von Wissen, das man typischerweise hat, besser ist als ein anderes Unternehmen, als eine Investition. Weil wenn das Unternehmen wirklich eine bessere Zukunft hat, wird es auch teurer sein. Aus diesem Grund sind eigentlich alle Meinungen, die darauf abzielen, besser oder etwas zu finden, das besser ist als der Durchschnitt, sind Meinungen, die der allgemeinen Meinung widersprechen und als solche persönlich, also nicht allgemeingültig, sondern das sind einfach dann persönliche Meinungen. Ich bin der Meinung, alle machen das falsch und deshalb bin ich der Meinung, kaufe ich diese Aktie. Finde ich ein wichtiger Punkt. Also es ist fast nicht möglich, hier einen Fehler zu machen. Wenn man all diese Aktien hier kauft, bin ich überzeugt, werden ein paar raufgehen, ein paar runtergehen. Man wird aber nicht groß anders sich entwickeln als ein Industrieindex in Europa. Ich würde jetzt sicher Dassault Aviation anschauen. Frankreich hat ein bisschen das Problem, dass sie hohe Steuern haben. Deshalb sind die meisten französischen Aktien vielleicht etwas günstiger als andere Aktien von anderen Unternehmen. Aber ich glaube auch, es könnte durchaus sein, dass halt auch einfach Frankreich momentan nicht in ist. Die hatten diese ganzen, Riots, oder die in Frankreich, die schon Gilets jaunes, die gelben Westen. Und wenn dann so ein Land in Verruf gerät, dann werden oft auch die Aktienmärkte abgestraft.
Okay. So. Jetzt, was ich hier machen würde, ist Folgendes. Wenn ich so ein Unternehmen anschaue, ich weiß ja noch nichts von diesem Unternehmen. Das meistens, was ich habe diese Website ja so aufgebaut, dass es für mich spannend ist. Meistens, das Erste, was ich mache, ist, ich schaue mir die Website an von dem Unternehmen. Und sehe, sie sind fokussiert vermutlich auf Flugzeuge. Ja? Ist also mehr Aerospace als Defense. Aber deshalb nach. Ich schaue deshalb nach, was machen sie unter Defense, oder? Und es ist eindeutig, so wie das aussieht, sind eindeutig Flugzeuge. Also jetzt muss man sich im Prinzip überlegen, die Verteidigung des Flugraums, ist das ein wichtiges Thema? Wenn man so argumentiert, dass mehr in Europa zurückkommt nach Europa, ich glaube, das hat auch damit zu tun, oder das wird auch unterstützt von der Tatsache, dass die Amerikaner wollen, dass wir mehr in die Rüstung investieren und dass wir mittlerweile vermutlich auch mehr investieren wollen in Rüstung und das machen wir nicht. Das ist, mach keine unsicheren Sachen auf einer Defense-Webseite. Also es könnte sein, dass tatsächlich mehr von diesen Fliegern in Europa produziert werden. Also ich finde, es spricht nicht so viel dagegen. Was ich jetzt machen würde, ich würde noch schauen, nach was sind die Umsätze aufgeteilt. Oder? Das ist meistens unter Finance oder Consolidated Financial Reports. Da kann man in der Regel etwas finden. Da findet man genau, was sie machen. Ja, ich würde sagen, das sind alles Mengenangaben, Units, was ausgeliefert wurde. Und man sieht hier, die machen die Falcon-Flugzeuge. Also im Flugbereich werden sie natürlich eine schwierige Zukunft haben, im Privatflugbereich, denke ich. Es kann durchaus sein, dass dort der Bedarf nach Flugzeugen abnimmt, weil einfach das Reisen teurer wird, weil zum Beispiel auch größere Abstände in den Flugzeugen vorgeschrieben werden. Also sie haben etwa 2/3 Militär und würde ich sagen 1/3, oder nein, das sind zwei verschiedene, ja, das ist eben gefährlich, da muss man aufpassen, in verschiedene Größenordnungen. Also ich habe eigentlich auf Englisch gemacht, leider, weil es ein französisches Ding ist, wird nicht ganz genau gesagt, was das ist. Staatswarschiffe d'Affaires. Ich nehme an, weiß es jemand, ist das Umsatz oder ist das Gewinn? Sieht aber so aus, dass der Umsatz zumindest mindestens die Hälfte oder ungefähr die Hälfte, ziemlich genau die Hälfte, aus dem Privatflugzeugbereich kommt. Das würde auch erklären, warum das Unternehmen so günstig ist. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Man kann eigentlich hier aufhören. Eine andere Möglichkeit ist im Prinzip noch zu schauen, ob wir etwas finden über die News. Okay, Sie haben gerade einen neuen Country. Also gut, vor 3 Stunden wäre es eine gute Investition gewesen, weil Indien hat gerade 36 Flugzeuge gekauft. Ich bin überzeugt, das wird auf den Stockpreis eine gute Entwicklung gehabt haben. Na gut, das sieht man jetzt noch nicht, weil die sind schon, ja, wenn wir sehen müssen, 17, 15. Ja, das hat, hier hat sich das ausgewirkt, oder? Das war vermutlich die Bestellung. 16 Uhr gegenüber jetzt, das war etwa vor 3 Stunden. Und es ist draufgegangen und ist jetzt wieder etwa gleich wie vorher. Offenbar ist diese News nicht so wichtig gewesen. Ich mache hier mal zu. Wäre eine Möglichkeit, hier weiterzuschauen. Ich gehe nochmal zurück. Was ich auch spannend finde, elektronische Komponenten. Da ist es gut, wenn man ein bisschen mehr davon versteht. Was ist das genau? Oder wer stellt dann die Screens her und die Dinge, die in Computern gebraucht werden, da muss man das Unternehmen einfach genauer anschauen. Das ist Philips Lighting. Okay, das sind Leuchtmittel.
finde ich ein gutes Unternehmen. Jedenfalls. Also es ist ganz klar, die ganzen Leuchtmittel und Leuchtkörper, die wird das nach wie vor brauchen und das gehört sicher auch zu den Dingen, die man auch in Europa haben möchte. Nicht nur in Asien, oder? Also kann ich mir gut vorstellen. Also wäre für mich ein guter Stock, hat ein super Value. Vermutlich Philips hatte ein bisschen Probleme. Hat ein bisschen Schulden, also das ist vielleicht die einzige Ausnahme, was dagegen spricht. Aber alles, oder egal ob im Verhältnis zum Umsatz, zu den Gewinnen, zum Kapital, zur Dividende, alles ist grün, oder? Das ist schon ein gutes Zeichen. Wenn man mal schaut, was gibt es da für News? Man kann da ein bisschen Signify genügt eigentlich so. Also da muss man leider diesen Simply Wall Street löschen. So, weil das ist ein Spammer, lustigerweise ein Konkurrent von uns. Übrigens kann man gerne anschauen, Simply Wall Street macht etwas Ähnliches wie wir, aber ich bin der Meinung, sie machen es nicht wirklich gut. Steht jetzt nicht wirklich viel über Signify, vielleicht weil Signify auch noch ein Verb ist, dass man, gut, steht wirklich nicht viel zu Signify. Erstaunlicherweise. Vielleicht wird das vieles noch verkauft über, also da findet man offenbar nicht viel. Müsste man also auf die Webseite gehen und dort im Prinzip mehr Informationen holen. Fragen dazu? Ideen dazu? Also das wäre das Erste. Und ich glaube, wenn ich das nicht schon hätte, ich glaube, ich habe Signify schon im Portfolio. Das Portfolio ist hier. Aber wir haben das vermutlich noch nicht umgenannt. Okay, da ist es nicht. Ist es in diesem Portfolio? Ja, hier Philips. Gut, das kann ja nicht das gleiche sein, sonst hätte es einen anderen Namen. Also ich habe das vermutlich gekauft, Philips, und dann gab es ein Spin-out. Und das Signify ist der Spin-out vom Lightning und oder wurde es abgekauft. Das müsste ich jetzt definitiv neu anschauen. Also ich würde auf meiner Watchliste sicher schauen, ob das nicht ein spannender Stock wäre im Bereich Industrie. Soll ich zu den Banken gehen oder Fragen dazu? Ich merke gerade, ich sehe nicht unbedingt ich sehe den Chat nicht. Mal schauen, ob wir einen Chat haben. Hat jemand etwas geschrieben im Chat? Chat, okay, hier Es wir ist haben es. einiges im Chat. Ah ja, ist einiges im Chat, ja. Ich habe es nicht geöffnet. Okay. Also, Buki, eine Frage hier war, welcher Faktor spielt der Nationalismus eben? Das ist eben genau der Punkt, oder? Das führt zur Lokalisierung. Also, wenn ich die zwei Extreme nehme, Globalisierung, die hatten wir in der Vergangenheit jetzt wirklich erlebt, seit 1989, gab es eine enorme Globalisierung und der Virus, denke ich, könnte zu einer Lokalisierung führen, also das Gegenteil von einer Lokalisierung, weil die Leute wieder bei sich zu Hause bleiben. Gleichzeitig führt auch der Nationalismus dazu, dass man mehr zu Hause ist und mehr auch selber machen möchte. Das ist übrigens ein wichtiger Hinweis dort, oder wenn sich diese Tendenzen durchsetzen, die ja nicht nur aus nationalistisch-rassistischen Gründen motiviert sein müssen. Es kann durchaus auch zum Beispiel sein, weil man sich einfach Sorgen macht über das Klima.
wenn diese Tendenzen sich durchsetzen, dann bedeutet das auch höhere Preise. Also wenn wir auf günstige Produktionsstätten in Asien verzichten und alles bei uns machen, dann werden wir mehr für die Dinge bezahlen müssen. Und höhere Preise bedeutet Inflation und dann werden die Zinsen steigen müssen. Weil es geht nicht anders, als dass die Nationalbanken die Preise unter Kontrolle bringen. Ja, Claudia Farmer, natürlich, das wird lange dauern. Ich glaube, es wird sehr lange dauern, diese Lokalisierung. Das bedeutet aber nicht, dass sich das nicht sofort in den Aktienpreisen widerspiegelt. Also stell dir vor, man findet jetzt heraus, dass eine Produktion von 1 Milliarde Medikamenten in China in den nächsten 10 Jahren nach Europa soll und bei uns 2 Milliarden kostet. Einfaches Beispiel. Erstens mal haben wir über 10 Jahre verteilt eine Preiserhöhung von rund 100% de facto auf diesem Medikament, das wir jetzt plötzlich bei uns machen wollen. Und zweitens haben wir Fabriken bei uns, die in 10 Jahren 2 Milliarden mehr verdienen werden, also mehr Einkommen haben werden. Und diese 2 Milliarden basieren auf einem politischen Entscheid, dass man das wieder zurückholen will zu uns. Und deshalb weiß man zu dem Zeitpunkt von dem Entscheid schon, dass das passieren wird. Das heißt, die Aktienkurse werden sofort reagieren. Man muss also nicht warten, bis das Ganze vorüber ist, sondern es geht eigentlich jetzt darum, sich zu überlegen, das sind alles Dinge, die eigentlich europäischen Unternehmen helfen sollten. Alexandra, du sagst, wie kann man Firmen empfehlen, wenn man diese nicht kennt? Das ist eine ganz gute Frage. Ich möchte mal darauf eingehen. Was am meisten Bankkunden empfohlen wird, ist Indexfonds zu kaufen. ETFs, oder? Bin ich überzeugt, kennen alle. Da geht es darum, dass ein Finanzprodukt einfach alle Aktien an der Börse kauft, die vorhanden sind. Und das wird mit absolut gutem Gewissen empfohlen. Und wenn man empfehlen kann, alle Aktien zu kaufen, dann kann man auch empfehlen, einzelne Aktien zu kaufen. Also es gibt keinen Grund, jemandem empfehlen zu können, blind alle Aktien zu kaufen, wenn man nicht gleichzeitig auch sagt, du kannst auch ein diversifiziertes Portfolio von Aktien selbst haben. Das ist gegenüber einem Fonds, einem Indexfonds, ist das keine schlechte Stellung. Und das finde ich einer der wichtigsten Punkte, oder? Dass man sich bewusst sein muss, dass es keine spezielle Information braucht, keinen Informationsvorsprung braucht, um an der Börse tätig zu sein. Alexandra, wenn du auf den Farmers Market, auf den Bauernmarkt gehst und Äpfel kaufst, musst du schon wissen, was du mitmachen möchtest und dass es Unterschiede gibt zwischen den Äpfeln. Und du musst dich mit dem Verkäufer auseinandersetzen, welcher Apfel ist jetzt für deine für deinen Apfelkuchen oder für deine Apfelsauce geeignet. Du musst also viel Wissen aufbringen, damit du die richtigen Äpfel kaufst. Und du hast noch das Problem, dass die gleichen Äpfel unterschiedlich viel kosten können, wenn du zu einem anderen Stand gehst. Bei Aktien ist das ganz anders. Bei Aktien gibt es nur einen Preis und es gibt auch nur eine Aktie. Also du kannst viel weniger falsch machen als beim Kaufen von Äpfeln. Und wenn du genügend Aktien kaufst, machst du nichts anderes, als was jemand macht, der sein Geld in einen Indexfonds investiert. Jetzt ist die Frage, möchte jemand auch selber zu den Fragen Stellungen nehmen? Oder soll ich mal so weiterführen? Was ich noch sagen werde, ja, ich werde den Video zur Verfügung stellen. Ich lade den auf YouTube, aber nur geschützt. Das heißt, nur wer den Link hat, wird auf diesen Video zugreifen können. Momentan werden wir ihn noch nicht veröffentlichen nach draußen, weil wir jetzt auch keine Videos von Leuten gemacht haben. Gut, jetzt, was habe ich weitergemacht? Bei den Banken? Bei den Banken habe ich
mir angeschaut, das war eine ähnliche Sache. Ich ging auf auf die Filters, habe Süd- und Westeuropa gefiltert, große Unternehmen, Banken und andere Finanzunternehmen aufgeführt und dann habe ich im Prinzip diese Liste hier gefunden. Und wenn auf so einer Top-10-Liste von Europa eine Bank ist wie die Credit Suisse, oder, dann ist das für mich schon ein gutes Zeichen. Also wir haben eine Bank, die offenbar im Verhältnis zum Gewinn, in der Sicherheit, im Wachstum alles perfekt ist. Und ich finde noch, es ist eine super Bank. Nicht zuletzt deshalb, weil sie meinem Sohn eine Lehrstelle verschafft hat, die er diesen Sommer antreten wird. Also ich habe einen sehr guten Eindruck von der Credit Suisse und deshalb habe ich mir eigentlich, ohne viel zu überlegen, wenn die Zahlen gut sind, wie das hier eigentlich dargestellt ist, dann ist das für mich ein guter Kauf. Der zweite Kauf war dann UBS. Die habe ich dann beide übrigens in meine Watchliste getan bei den Banken. Also wir haben hier Credit Suisse und wir haben hier UBS. UBS hat jetzt ein Wachstumsproblem. Das ist meines Erachtens aber immer eine temporäre Sache. Wachstum kann sich wieder ändern. Wichtig ist, dass UBS sehr günstig ist, sehr sicher finanziert ist. Und das sind eigentlich die beiden wichtigen Aspekte, wenn ich in eine Bank investieren möchte. Ich glaube, gerade in Krisen sind Brands sehr wichtig. Das hat übrigens auch Publicis gesagt. Ganz eine spannende Sache hier. Die Success Stories, die Publicis da ihren Kunden verkauft, macht sie natürlich nicht ganz uneigennützig. Sie erzählt von der Serial-Situation 1929, wo Kellogg Werbung verdoppelt hat und Post, eine andere, von dem wir natürlich nichts wissen, oder, haben gespart und dann sind sie de facto vom Markt verschwunden. Also Kellogg hat 1929 investiert und enorm viel profitiert. 1973 hat Toyota investiert. 1990 war es General Motors. 2001 in der Krise war es Cisco. Und es gibt immer wieder Beispiele, wo eben Unternehmen, die offensiv sind in Krisen, die auch sehr profitieren. Also zurück zu den Banken. Für mich war es klar, UBS und CS, ich kenne die Banken. Für mich ist immer schon eine Frage, und vielleicht kennt sich da jemand aus. BNP Paribas hat immer die besten Ränge bei Obermatt. Und das hat vermutlich damit zu tun, dass sie diesen Betrugsfall haben von einem Rogue Trader, also von einem Händler, der massiv Geld verloren hat. Und mich würde es interessieren, wie gut diese BNP Paribas ihr Bankgeschäft macht, weil sie ist wirklich ganz breit aufgestellt und sehr günstig. Wenn jemand BNP Paribas kennt, gern melden. Ich finde jeder Hinweis interessant, auch nur schon, wenn man irgendwie viel zu teuren Wechselkurs erhalten hat, als man da in Frankreich in den Ferien war. BNP Paribas, also wenn da Inputs sind, bitte mir senden. Ich würde das sicher gerne anschauen. Und das zweite ist die Barclays Bank, ebenfalls meiner Erachtens eine gute Bank. Wir haben hier große Namen. Wenn ich habe von Credit Agricole gehört, finde ich keinen starken Brand. Natixis ist vermutlich etwas Neues. Wenn man das nachschaut, hat das Unternehmen vermutlich vor kurzem den Namen geändert, nenne ich mal an. Kann auch anders sein. Und das war Société Générale. Sorry, mein Votum war zu Société Générale. Aber mich interessiert auch BNP Paribas. Also das sind Unternehmen, Société Générale, Barclays und BNP Paribas. Da würde ich mich echt interessieren, wie man die Zukunft bei diesen Banken sieht. Warum ich Banken gerade jetzt in der Krise kaufe, ist, Banken sind das Scharnier von unserer Wirtschaft. Und bei dieser Krise waren die Banken nicht schuld. Bei dieser Krise sind die Banken die Lösung. Die Banken stellen sicher, dass das viele Geld, das hier vom Staat kommt, dass das richtig verteilt wird. Oder dass das verteilt wird bei den richtigen Kunden. Und die werden dafür eine massive Brandverbesserung erhalten. Und deshalb glaube ich, dass es sich lohnt, jetzt Banken ins Portfolio aufzunehmen. Es gibt natürlich Banken, die haben Probleme mit der Sicherheit insbesondere. Zum Beispiel Deutsche Bank, die haben einfach ein riesen Risiko gehabt dort, sind trotzdem immer noch teuer, oder? Da will ich jetzt davon absehen. Aber wenn man Banken hat, die einen guten Brand haben, die sehr günstig sind, finde ich das spannend.
Fragen noch dort? Genau, ja, also, das finde ich jetzt, Aris. Ja. Ja, ich habe eine Frage zu den Banken, aber weniger zum Inhalt, sondern mehr zu deinem Portfolio. Du hast jetzt gesagt, du hast UBS, Credit Suisse gekauft und jetzt willst du noch dazu Paribas oder Barclays oder Société Générale kaufen. Wird es dann nicht langsam zu viel, zu einseitig, was du jetzt in diesem Zeitraum gekauft hast? Also ich bin zurzeit der Meinung, jetzt sind die Leute... Du kannst falsch liegen, ja, dass die Banken doch aus irgendeinem Grund zu einer späteren Zeit in dieser Krise ins Schlingern kommen, sei es wegen Firmenanleihen, dass da irgendwas schiefläuft oder so. Ja, klar. Also das kann immer passieren, das ist keine Frage. Und was noch fast riskanter ist, ist, dass die Stimmung an der Börse sich nochmals deutlich verschlechtert und wir ein Double Dip haben. Das haben wir ein bisschen korrigiert und dann können wir also nochmals richtig runterfallen, weil jetzt mit der Korrektur ging es ja nochmals etwa 20% drauf in den letzten 2 Wochen. Also ich denke ich würde sicher nicht ein Übergewicht an Banken machen, aber die Situation ist so, wenn du mein Portfolio anschaust, das ist mein Portfolio hier, dann habe ich wenig im Bankenbereich. Leider kann man das nicht Branche sortieren, aber man sieht, ich habe bis jetzt nie Banken gekauft, weil sie hatten auch einen sehr schlechten Ruf. Sie waren auch schlecht finanziert. Das hat sich jetzt aber massiv geändert. Also weder da habe ich Banken, noch beim anderen Bankkonto habe ich Bankaktien, sondern ich bin ziemlich breit in anderen Branchen investiert. Ich finde, jetzt ist es ein guter Zeitpunkt, Banken dazu zu mischen. Weil vermutlich macht, da bin ich jetzt anderer Meinung, oder, als die allgemeine Meinung. Ich denke, man assoziiert die Banken immer noch mit der Kreditkrise. Jetzt kommt die zweite Krise und im Kopf ist das Gleiche, obwohl es eigentlich etwas ganz anderes ist. Was meinst du, was? Okay, soll ich weitergehen? Bist nicht mehr da bald. Also das finde ich, das sind spannende Titel darunter, oder? Ja. Und dann das letzte noch, Healthcare. Also es ist jetzt 45 Minuten, nachdem wir etwas zu spät angefangen haben. Wie bin ich da vorgegangen für den Healthcare-Bereich? Hier habe ich nicht den Sektor ausgesucht, der war mir zu breit, sondern ich habe Equipment ausgesucht. Also ich glaube, das, was sicher schnell nach Europa kommen wird, wird eben auch Ausrüstung in Europa brauchen. Und deshalb habe ich Healthcare Equipment gesucht. Es ist eine lange Liste hier, da wird praktisch jedes Produkt aufgeführt. Da muss man einfach ein bisschen suchen, aber wenn man eine spezielle Vorstellung hat, findet man schon etwas. Ich habe hier ein bisschen ausgeweitet auf auch kleinere Unternehmen, weil wenn man nur die großen anschaut, gibt es nicht so viel oder sind nur 4. Trägerwerk habe ich schon gekauft, war ein super Kauf, habe ich damals gekauft, weil sie einen guten Value hatten. Die sind jetzt ganz stark gestiegen, habe ich mich sehr gefreut, weil sie auch, glaube ich, Dinge produzieren, die jetzt während der Krise gebraucht werden. Dann gibt es noch Smith & Nephew, habe ich auch schon gekauft. Weiß ich nicht, wie sich das entwickelt hat, könnte man jetzt nachkaufen. Die scheinen Probleme zu haben, sind jetzt auch außerhalb der EU. Und ich glaube, die EU gibt schon, das ist ein Hafen der Sicherheit. Natürlich kann sie auseinanderfallen, aber ich glaube, gerade wenn man realisiert, dass man die Lieferketten wieder lokalisieren muss, kann man ja nicht alles in einem Land machen. Die Engländer können jetzt nicht hingehen und alle kritischen Güter in England produzieren. Das geht einfach nicht. Und wir Schweizer wissen das sowieso, dass wir das nicht können. Also braucht es so etwas wie eine Europäische Union, wo eben Dinge auch verteilt werden können. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier der politische Konsens reif ist dafür. Darum nicht unbedingt UK, eher, das habe ich super spannend gefunden, eher Siemens, oder? Das ist offenbar, tönt nach Engineering, tönt nach Entwicklung, sehr guter Value, sehr hohe Safety, vermutlich auch, weil es ein Dienstleistungsunternehmen ist, würde ich auch anschauen. Also wenn ich jetzt auf meine Watchlist gehe, schaue, was ich mir herausgenommen habe, das waren gerade diese 4 Firmen, die eben größer sind auch, also jetzt hier würde ich im Prinzip mal schauen, was ist das genau, was ist Siemens
Healthy Years. Gut, man kann sich streiten, ob das eine gute Bezeichnung für ein Unternehmen ist. Ich habe ein bisschen Probleme, den Dingen zu verschieben. Okay. Ich würde mal einfach schauen, was ist das überhaupt für ein Unternehmen, oder? Am schnellsten hat man das auf Wikipedia, das ist relativ neutral. Mache ich sehr gerne, wenn ich das also größer mache. War Siemens Healthcare, das klingt wirklich spannend. Ja? Also das klingt wirklich spannend. Ist von Deutschland, das ist die ganze Geschichte, ist vielleicht nicht so spannend, was sie alles gekauft haben. Okay, über die Produkte steht hier jetzt weniger erstaunlicherweise. Da steht erstaunlich wenig über das Unternehmen. Products, hier steht etwas. Ultrasound, X-Ray, Imaging. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass das sind Dinge, die sind sehr nahe bei dem, was wir in der Zukunft auch in Europa herstellen wollen. Also wenn ich jetzt investieren wollte, das wäre definitiv eine Entscheidung. Wenn ich jetzt auf die Matrix gehe im Value-Bereich, sie sind günstig im Vergleich zum Umsatz, günstig im Vergleich zu Profit. Sie haben nicht so viel Kapital. Das könnte daran liegen, gehen wir mal auf die Webseite. Gehe ich auf die Webseite, die ist hier, dass sie auch viel Dienstleistung haben. Und für das gehen wir auf Investor Relations. Präsentation der Finanzergebnisse, das sollte ein bisschen zeigen. Vielleicht sehen wir hier schnell, wie das aufgeteilt ist. Imaging Business, Advanced Therapies. Ah ja, genau, das ist das, was sie machen. Imaging, also das finde ich sehr wichtig. Das tönt fast ein bisschen nach Testing, das brauchen wir momentan. Diagnostics ist definitiv Testing. Müsste man genau schauen, was das ist. Bräuchte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit? Ah gut, steht alles hier. Ja, machen Tests. Immunsystem-Tests nehme ich an, so wie das hier tönt. Digital Imaging, ja, sind auch Testgeräte und Procedures. Ja. Robotic Assisted Neurointervention finde ich ganz kritische Sachen. Finde ich mega spannend, wenn ich so ein Unternehmen finde, das günstig ist, oder? Ein Value Rank 72. Der vor allem auch von hohen Dividendenrenditen stammt, ist das eigentlich ein sehr schöner Stock, sehr schöne Aktie, wirklich. Sie haben kein gutes Umsatzwachstum gehabt und das ist vermutlich der Grund, warum die Börse das abstraft. Da würde ich mir nicht so viel Sorgen machen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem positiven Umfeld dieses Wachstum sich nicht ändern wird. Kommen wir langsam zum Ende. Buki, warum nur Excel und XXL? Gute Frage. Ich konzentriere mich auf große Aktien, weil diese Aktien auch breiter diversifiziert sind. Wenn du viel Geld verdienen willst, musst du eine kleine Aktie finden, die niemand kennt und die billig ist. Das ist aber eine viel riskantere Sache. Also wenn du dein Geld behalten möchtest, dann gibt es ein Grundsatz und da ist Diversifikation. Das kann sein verschiedene Aktien. Es kann aber auch sein größere Unternehmen, die in sich selbst schon diversifiziert sind. Und Pascal, Kreditausfälle natürlich kann das den Banken Schwierigkeiten machen. Deshalb ist mir wichtig, dass sie gut finanziert sind. Sie Dividendenstreichungen dieses Jahr, ja, finde ich ein wichtiger Punkt. Das Unternehmen wird bewertet nach der langfristigen Gewinnmöglichkeit. Also wenn man ein Unternehmen kauft, überlegt man sich, wie viel Gewinn kommt da in Zukunft? Oder? Ob das Unternehmen heute einen Gewinn hat oder nicht, ist komplett irrelevant, grundsätzlich. Es ist zwar ein Hinweis darauf,
dass in Zukunft die Gewinne auch hier sein werden. Und wenn es keinen Gewinn macht, ist ein Hinweis darauf, dass vielleicht das Unternehmen Konkurs gehen kann. Aber wenn eine Dividende ausfällt wegen einem Virus, dann ist das kein Hinweis für die Zukunft, sondern ist das einfach ein gesunder Menschenverstand, zu sagen, jetzt müssen wir den Gürtel enger schnallen und das wird nach der Krise vorbei sein. Und deshalb ist das eigentlich nicht wirklich ein Problem, denn die Dividende ist vielleicht 3% vom Unternehmenswert. Wenn also eine Dividende ausfällt, rechtfertigt das einen Aktienkursrückgang, von 3%. Und das ist nichts. Wenn die Kurse 30% fallen und die Dividende nächstes Jahr wieder da ist, dann sollten sie nächstes Jahr wieder um 30% nach oben korrigieren. Emerging Markets finde ich ein gutes Thema. Vielleicht mache ich mal dazu ein spezielles Roundtable. Finde ich sehr, sehr schwierig, Emerging Markets. Grundsätzlich ist es so, dass praktisch alle unseren Großunternehmen auch in diesen Märkten investiert sind. Das heißt, wenn man Aktien kauft von Nestlé zum Beispiel, hat man keine Schweizer Aktie. Man hat die Aktie von einem Unternehmen, das zu einem Drittel sicher, ich weiß es nicht auswendig, aber zu einem Drittel in Emerging Markets ist. Ja, Miro, da bin ich anderer Meinung. Auf Europa zu fokussieren ist sehr diversifiziert, weil die Titel, die man kauft, sind globale Unternehmen, die sind diversifiziert. Wenn man genügend Titel in Europa hat, genügt das für eine globale Diversifikation. Es gibt viele, also in Amerika, wo die Aktien viel breiter verbreitet sind, viele Amerikaner investieren nur in amerikanische Unternehmen. Natürlich, wenn man ein Portfolio hat von europäischen Unternehmen, darf man durchaus sich auch überlegen, ausländische Aktien, also außereuropäische Aktien dazu zu nehmen. Ja, mein Portfolio ist online. Ich bin jetzt nur noch an den Fragen beantworten. Das Portfolio ist online. Ich hole das gleich. Der Link. Performance. Das ganze Portfolio findet man hier auf diesem Link. Dort kann man das Portfolio herunterladen. Ich mache einmal pro Jahr ein Update, weil ich finde das nicht sinnvoll, das öfters zu machen. Der letzte Update war im Januar, es sieht deshalb relativ schön aus. Mittlerweile ist es nicht plus 17, sondern etwa minus 17% oder so Größenordnung momentan. War aber minus 30% vor 2 Wochen, also hat sich schon massiv. Also der Link hier, ich weiß nicht, warum er nicht. Entschuldigung, ich habe es nicht zu everyone geschickt. Ich muss da aufpassen. So, das ist der Link. Das ist der Link. Dort sind die Bankauszüge. Ich mache jeweils einmal im Jahr einen Bankauszug und lege den online, dass man sieht, was ich gekauft habe. Und die neuesten Entscheide, die versuche ich alle auf dem Blog zu dokumentieren. Also Credit Suisse sollte auf dem Blog sein, also das kommt morgen. Und die anderen sind bereits gekommen, nehme ich an. Gut, das wär's. Ich schließe heute. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Ich hoffe auf weitere Aktien-Roundtables, auch mit mehr Gespräch, weil das macht es dann doch spannend. Dann schließe ich es für heute. Bye bye. Bye Claudia, bye Buki und bye everybody else.